jetzt beeil dich mal ein bisschen. Ich muss aber noch üben. Das kannst du auch nach der Schule. Morgen. So, sieht sich aus. Wow, fantastisch. Ja? Die Leute werden sich drum reißen, dass du das Internat leitest. Danke. Morgen, ihr Turteltaub. Du wolltest mir was zu lesen mitgeben für Johannes? Ja, ist genau hier. Wir vergessen nicht unsere Zeichnung. Von Paul und mir, die haben wir doch extra für Johannes gezeichnet. Ganz schön, da wird er sich freuen. Christian. Ja, so sehe ich aus, wenn ich in die Steckdose gefasst habe. Nein, so siehst du aus, wenn du morgens aufstehst. Oh, na warte. Gib zu, Inge. Du glaubst, sie lassen Johannes in der Reha verhungern. Weißt du, dass das Klinikessen nicht besonders schmeckt? Und ich bin sehr froh, dass Johannes fast alles wieder essen kann. Ach, dann sag ihm ganz liebe Grüße von uns. Und verrate ihm nicht, dass wir morgen kommen. Ich werde schweigen wie ein Grab. Tschüssi. Ciao. Tschüss. Tschüss. Wie, willst du nicht frühstücken? Ich frühstücke in der Cafeteria. Ich muss noch Sophie abholen. Sophie? Na ja, Sophie ist eine Kommilitonin von ihr. Sie wohnt auch in Eisenach und Lisa nimmt sie immer mit. Papa? Ich verstehe das nicht. Gestern ging's doch noch. Okay, jetzt probier's noch mal. Geht doch. Danke. Ich hab gleich gesagt, das ist eine Scheißkarre. Wir hätten ja auch eine bessere. Papa, fängst du schon wieder an? Das ist mein Auto. Ich hab's von meinem Geld bezahlt. Und es hat TÜV. Punkt. Kinder. Aber fahr vorsichtig! Jasmin, was machst denn du hier? Lese. Ach, Dr. Kleist, entschuldigen Sie. Ich hätte natürlich fragen müssen, ob ich Jasmin mitbringen kann. Kein Problem. Allerdings dachte ich immer, dass Ihre Mutter auf die Kleine aufpasst. Also normalerweise schon, aber sie hatte heute Morgen so starke Rückenschmerzen. Mhm. Und mir konnte gar nicht aufstehen, das tat so weh. Hat Ihre Mutter denn öfter Rückenschmerzen? Ja, schon, aber so schlimm wie heute war es eigentlich noch nie. Ich sage ihr immer wieder, sie soll zu Ihnen gehen, aber sie will nicht. Gegen Rückenschmerzen kann man was machen. Sollen sich halt mal gründlich untersuchen lassen. Ja, wem sagen Sie das? Aber ich kann sie ja nicht in die Praxis schleifen. Auf mich hört sie leider nicht. Soll ich mal mit ihr reden? Wenn Sie das machen würden, vielleicht, dass Sie ihr mal alles so erklären. Meine Mutter hat da so eine fixe Idee. Sie sagt immer, Ärzte haben ja keine Ahnung vom Menschen. Naja, dann werde ich versuchen, einen guten Eindruck zu machen. Ich sehe ihn nicht. Dort finden Sie ihn. Ah, danke schön. Bitte schön. Danke. Schön. Traust dich nicht zu mir? Ich will dich nicht stören. Was ist los? Nicht. Ich freue mich bloß, dass du da bist. Ja, was soll ich denn sonst sein? Die lassen mich ja hier nicht weg. Weil die sich noch sehr gut daran erinnern können, dass du vor gar nicht so langer Zeit dein neues Herz bekommen hast. Ja, aber jetzt geht's mir wieder blenden. Dr. Maurer sagte, ich bin sein Musterpatient. Du bist ein medizinisches Wunder. Ich habe eine Pferdenatur. Mhm. Hatte ich schon immer. Bis zu dem Moment, wo dein Herz nicht mehr mitgemacht hat. Du weißt ja selbst, wie schlecht es dir ging. Du bist von Tag zu Tag weniger geworden. Lange hättest du das nicht mehr durchgestanden. Denk nicht mehr daran. Es liegt alles hinter uns. Das sagst du so leicht. Erzähl mir lieber von zu Hause. Wie geht's Lisa, Paul oder Clara? Hat Clara nicht bald ihre Theateraufführung? Oh, meine Süße, gib mir den Beutel, der ist viel zu schwer für dich. Nein, Omi, es ist nicht schwer, wirklich nicht. Na. Tag, Frau Thaler. Hallo, Jasmin. Hallo, Herr Doktor. Soll ich's mal nehmen? Sie sind der Arzt, bei dem meine Tochter putzt? Ja, Kleist. Tag. Darf ich? Na, alles gut? Ja. Hat meine Tochter Sie geschickt? Naja, sie sagte, Sie hätten starke Rückenschmerzen.
Deswegen hätten Sie nicht vorbeikommen müssen. Es geht mir wieder gut. Vielleicht macht sie sich nur Sorgen. Seit wann haben Sie denn die Beschwerden? 30 Jahre in der Nähmaschine. Mach nur mal keinen geraden Rücken. Omi, ja? Darf ich wieder Knöpfe sortieren? Ja, natürlich, mach das. Frau Thaler, ich weiß, dass Sie kein Vertrauen zu Ärzten haben. Was hat sie Ihnen denn noch alles erzählt? Wieso kommen Sie nicht einfach morgen früh zu mir in die Praxis? Vielen Dank, dass Sie sich herbemüht haben. Ich brauche keinen Arzt. Hier. Was ist das? Nun, ich nehme an, Sie nehmen starke Schmerzmittel. Und die trocknen die Haut aus und verursachen heftigen Juckreiz. Sollten Sie mir nicht raten, das Zeug gar nicht erst zu schlucken? Würden Sie denn meinem Rat befolgen? Ich weiß, dass Sie können es kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen. Aber ein bisschen Geduld müssen Sie schon noch haben. Ein bisschen Geduld? Ich habe seit Monaten so viel Geduld, das reicht fürs ganze Leben. Johannes, Dr. Maurer hat recht. Herr Kleist, ich glaube Ihnen ja, dass Sie sich fit fühlen. Aber die Reha ist eine geschützte Zone. Kein Alltag, keine Aufregung, kein Stress. Draußen im wahren Leben brauchen Sie wesentlich mehr Kraft. Aber ich habe Kraft, mehr als genug. Lassen Sie uns nächste Woche noch mal über alles reden. In Ordnung? Ja. Ich will doch auch, dass du wieder nach Hause kommst. Ich schlafe nämlich ganz schlecht, wenn du nicht neben mir liegst und das ganze Haus zusammensägst. Ich will wissen, dass du wieder ganz gesund bist, dass ich mir nicht ständig Sorgen um dich machen muss. Also gut, ich werde tun, was Dr. Maurer sagt, aber unter einer Bedingung. Das mit dem Sägen nimmst du sofort zurück. Auf gar keinen Fall. Gut, dann ist die Sache für mich erledigt. Oh. Ja. Hallo Inge. Hallo Johannes. Hallo. Ich hatte beim Mittag frei und da dachte ich, ich zeig dir mal mein neues Auto. Altersmäßig passt das, nur die kleine Roststelle, die muss noch weg. Aber seht mal hier. Toll, nicht? Oh. Ah, darf ich vorstellen? Trude Kleist. Meine Verehrung. Guten Tag, Frau Kleist. Herr Bürgermeister. Ich wollte Sie kurz noch alleine sprechen, bevor das richtig losgeht. Ich hatte gestern Abend ein langes Gespräch mit dem Schulrat. Er hat sich sehr positiv über Sie geäußert. Er wünscht sich, dass Sie die Leitung des Internats übernehmen. In diesen Punkten sind sich Schulamt und Stadt ausnahmsweise mal einig. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen, Moritz Runkel? Ach ja, Herr Runkel ist stellvertretender Direktor des Internats. Frau Kleist. Angenehm. Freut mich. Sie sind, glauben Sie mir, die beste Wahl für diesen Posten. Die Eltern- und Lehrervertreter wären jetzt soweit. Gut, dann wollen wir mal. Danke. Ja, wie läuft's an der Uni? Erzähl mal. Was ist? Bedrückt dich irgendwas? Du durchschaust mich wohl immer, ne? Es ist schrecklich. Ich habe schon überlegt, ob ich es abbreche. Ich renne durch diese Gänge und ich finde die Vorlesungen nicht. Ich kenne keinen Menschen und ich weiß nicht mal, ob ich die richtigen Seminare besuche. Man fühlt sich wie ein Alien, ja. Ich kann dir nur raten, geh es gelassen an und mit der Zeit wirst du dich zurechtfinden. Schneller als du denkst. So, Frau Morgenstern, wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Dann ist auch das Ergebnis Ihres Bluttests da und bis dahin wenig Fett und keine Süßigkeiten. Mhm. Bedanke mich. Wiedersehen. Bitte. Wiedersehen. Na, Nora? Wollen Sie einen neuen Rekord brechen? Das ist ja schon wieder eine andere Mütze. Die für die Kleinen, die stricken sich doch wie von selbst. Sie sind übrigens ein Mützentyp. Das würde Ihnen wahnsinnig gut stehen. Ich kann Ihnen ja auch mal so eine machen. Auch mit einer Bommel dran. Das ist schick und auch sehr praktisch. Sie kommen ja meistens mit dem Rad. Mein Mann hat auch so eine. Er sagt zwar, die kratzt ein bisschen, aber das ist unbelastete Naturwolle. Hallo. Valerie, grüß dich. Ich weiß, ihr habt gerade Mittagspause, aber ich würde wahnsinnig gerne mal mit dir sprechen. Geht das? Natürlich, komm rein. Was fehlt dir? Ein fähiger Chirurg an meiner Klinik. Ich weiß, du hast das Angebot schon mal abgelehnt. Aber es ist mir ernst, Christian. Ich brauche dich. Ich habe eine Warteliste, die ist länger als das Telefonbuch. Du hast zwei Chirurgen.
Du weißt, dass das nicht reicht. Mit dem Belegbecken in der Klinik könntest du nicht nur die Operationen selber durchführen, sondern danach auch für deine Patienten da sein. Das ist es doch, was du immer wolltest. Kein Abgeben mehr an der Krankenhaustür. Verantwortlich sein vom Anfang bis zum Ende einer Behandlung. Naja, das klingt ganz verlockend, aber weißt du, ich fühle mich ganz wohl in meinem kleinen, bescheidenen Reich. Naja, vielleicht ist es ja zu klein. Wie soll ich dir das erklären? Ich kenne den Krankenhausbetrieb. Und ich kann diesen ganzen Schreibkram nicht ertragen. Ich bin sehr froh mit Nora hier in meinem Vorzimmer und den Patienten, die mir vertrauen. Schade. Du wärst genau der Richtige für den Job. Wie war es heute in der Schule? Ich war Rechenkönigin. Wunderbar, ich bin stolz auf dich. Jasmin, gehst du bitte mal schon hoch? Oma muss noch was Wichtiges mit der Mama besprechen. Tu mal, was Omi sagt. Ich bring deine Sachen nachher mit hoch, ja? Okay. Wie kommst du eigentlich dazu, Dr. Kleist von meinen Schmerzen zu erzählen? Das geht ihn gar nichts an. War er hier, ja? Natürlich war er hier. Mama, dir ging es heute Morgen so schlecht, ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Ja, ich hatte Rückenschmerzen, wie immer, na und? Ich sitze ja Jahr und Tag hinter der Maschine. Verdammt nochmal, warum gehst du nicht zum Arzt? Was ist so furchtbar daran, dass du lieber jahrelang leidest, als einmal in Dr. Kleist Praxis zu gehen? Ich bin gesund. Ich lass mich nicht von dir und deinem Doktor krank reden. Ich hab mir Sorgen gemacht um dich, Mama. Tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen. Ich glaube, sie haben sie überzeugt. Meine Stimme haben Sie jedenfalls. Danke. Eins muss ich diesem Herrn Günther allerdings lassen. Mit der Leitung eines Internats habe ich tatsächlich keine Erfahrung. Was Sie am Martin-Luther-Gymnasium geleistet haben, spricht für sich. Was zählt, ist Ihre langjährige pädagogische Erfahrung. So, ich muss jetzt auch los. Ich habe noch einen wichtigen Termin mit der anderen Frau Kleist. Mit Inge? Psst, sie weiß noch nichts davon. Hallo. Ach, Herr Bürgermeister, na so, was verschafft mir die Ehre? Guten Tag, Frau Kleist. Na, habe ich dir zu viel versprochen? Du hattest recht, das ist genau das Richtige für das Lokal. Tut mir leid, wir platzen hier einfach so rein. Mein Name ist Thomas Hansen. Guten Tag. Bernd hat mir von Ihnen vorgeschwärmt. Herr Hansen hat die Wartburgstube gepachtet und möchte sie gerne renovieren. Ach, wirklich? Thomas und ich, wir kennen uns noch aus Berlin. Aha. Er betreibt dort zwei wirklich sehr exklusive Restaurants. Interessant, aber warum erzählen Sie mir das? Bitte, Sie kennen doch das Lokal. Ist doch völlig düster und verstaubt. Hm. Da braucht man sozusagen, wie sagst du mal, eine Rundumerneuerung. Ja. Und da fielen mir sofort Ihre Arbeiten ein. Mhm. Sie haben einfach das richtige Händchen. Also Sie wollen, dass ich die gesamte Innenausstattung übernehme, nicht bloß Gardinen und Servietten? Ja. Zur Sicherheit, die Stadt ist in das Projekt eingestiegen, finanziell. Also es gibt da eine finanzielle Starthilfe. Das geht nicht. Mein Mann hatte gerade eine schwere Operation. Ich wollte beruflich kürzer treten. Wie geht's ihm denn? Ach, es geht ihm schon viel besser, danke. Ach. Aber er braucht mich und ich weiß nicht, ob ich das zeitlich in die Reihe kriege. Ich meine, ich will doch kürzer treten. Warum kommen Sie nicht einfach mal vorbei, schauen sich alles in Ruhe an? Und dann reden wir darüber. Also ich würde mich sehr freuen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Na ja, angucken kann ich es mir ja mal, was? Danke. Morgen? Ja. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Ach, und bitte grüßen Sie Ihren Mann, ja? Mach ich. Und gute Besserung. Auf Wiedersehen. Jetzt hab ich nicht so rum, Mäuslein. Ich habe heute einen Satz bekommen. Wie einen Satz bekommen? Erst spiele ich Flöte und dann sage ich, hier kommen die Feen. Nein. Bist du aufgeregt? Ja. Hallo, ihr Lieben. Hallo. Oh, du siehst toll aus, Schatz. Hallo. Hallo. Du auch. Ich habe versucht, dich am Telefon zu erreichen, aber da war immer nur deine Mailbox dran. Erzähl doch, wie war's denn? Ja, also, sie waren ganz kritisch, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Also, bist du jetzt die neue Direktorin oder nicht?
Ja, das weiß ich so in ein, zwei Tagen, Schatz. So, jetzt! Zeig mal! Ich bin die neue Fee! Flieg nicht davon, flieg nicht davon! Oh, Inge, ich hab so einen Hunger. Ja, wir haben nur auf dich gewartet. Ja, super. Und? Schläft Paul? Ja. Ich hatte schon vollkommen vergessen, wie es sich anfühlt, wenn man auf dem Prüfstand steht. Und? Wie fühlt es sich an? Schrecklich. Nein, eigentlich ganz super. Ja, man muss sich halt völlig wieder in Frage stellen. Hat sich Valerie Spengler noch mal bei dir gemeldet? Wieso? Na, wegen der Belegbetten. Ach so, ja. Die war in der Praxis, hab aber abgesagt. Was? Wieso denn das? Ich meine, du regst dich doch immer zurecht, auf dass deine Patienten Wochen bis Monate auf eine OP warten müssen. Also, wie lange will der eigentlich noch üben? Clara? Bist du krank? Nein, es geht schon. Vielleicht kannst du für mich heute Frühstück machen. Oh ja. Schoki? Okay. Und jetzt? Jetzt muss Omi ein bisschen nachdenken. Ich wusste nicht, dass Sie heute früher kommen. Also, wenn ich störe, ich kann die Arbeit auch heute Abend machen. Nein, nein, das ist schon in Ordnung. Ich wollte sowieso mit Ihnen reden. Vielen Dank, dass Sie bei meiner Mutter waren. Es hat leider nicht viel gebracht. Jasmin hat sich verbrannt. Der Wasserkocher ist aus der Hand gerutscht. Lass dich gut, komm, schnell. Ich wollte Oma helfen. So, das macht die Mama jetzt jeden Morgen und jeden Abend. Zuerst kommt kühle Salbe auf deine roten Hautflecken. Dann macht sie einen neuen Verband drüber und dann wirst du sehen, in ein paar Tagen alles schon viel besser. Halten Sie mal kurz. So, du warst sehr tapfer. Jetzt gibt's zur Belohnung noch einen Bonbon. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Es war Gott sei Dank kein kochendes heißes Wasser. Ich denke, es werden keine Narben übrig bleiben. Danke. Martina, warte bitte. Das wäre alles nicht passiert, wenn du einmal gesagt hättest, was wirklich los ist. Aber nein, du musst ja immer die Starke sein. Warum kannst du nicht einmal sagen, dass es dir schlecht geht? Es ist schon meine Schuld. Frau Thaler. Jetzt sind Sie doch schon in meiner Praxis. Das ist doch der erste Schritt. Wollen wir nicht auch gemeinsam den zweiten gehen und ich untersuche sie kurz am Rücken? Hm? Mist! Oh nein, bitte nicht! Kleist. Hallo, Johannes. Lisa? Kannst du mal bitte Papa nicht sagen, dass ich angerufen habe? Was ist los? Ich habe einen Unfall gebaut. Das war meine Schuld. Was muss ich denn jetzt machen? Wo bist du? Ich bin in Erfurt auf dem Domplatz. Bist du verletzt? Nein, mir geht's gut, Johannes. Pass mal auf, bleib, wo du bist. Ich bin gleich bei dir. Ja. Also ich kann an Ihrer Wirbelsäule keine nennenswerten Veränderungen feststellen. Die Bandscheibe ist hier und da vielleicht ein bisschen geschwächt, aber davon können Ihre Schmerzen nicht kommen. Aber es zieht von der Hüfte bis in die Beine rein. Ich kann dann kaum noch laufen und habe keine Kraft mehr.
Wird's denn bei bestimmten Bewegungen schlimmer? Nein, eigentlich nicht. An manchen Tagen ist es einfach unerträglich. Aber dann geht's ja wieder. In letzter Zeit habe ich so Bauchkrämpfe. Naja, inzwischen schlägt mir jede Aufregung einfach auf den Magen. Frau Thaler, ich denke, wir sollten ein CT machen. Ein CT? Ja, eine Computertomographie, ist quasi ein dreidimensionales Röntgenbild. Ich weiß, was ein CT ist, aber dazu muss man ja ins Krankenhaus. Ja, das können Sie gleich bei uns in der Klinik machen. Dr. Lorenz ist hervorragend geeignet. Ich gehe in kein Krankenhaus. Nein, das geht nicht. Das kann ich nicht. Ich mache das nicht. Wie wäre es denn, wenn Nora versucht, Ihnen heute Nachmittag einen Termin zu machen? Ich begleite Sie. Sie würden mitkommen? Ja, versprochen. Wie geht's, Jasmin? Sie schläft, hat sich zum Glück beruhigt. Musst du nicht zur Arbeit? Nein, ich habe in der Kantine angerufen. Ich brauche heute nicht kommen. Aber ich bin doch da. Ich habe doch Zeit für Jasmin. Na, danke, Mama. Das mache ich im Moment lieber selber. Martina. Martina, es tut mir wirklich so unendlich leid. Du weißt doch, wie lieb ich unsere Kleine habe. Und um nichts in der Welt will ich, dass ihr irgendetwas zustößt. Wenn du es wirklich so meinen würdest, wärst du schon längst zum Arzt gegangen. Und Jasmin wäre das heute nicht passiert. Aber ich bin... Ich will jetzt nichts mehr davon hören. Ich habe mir lang genug um dich Sorgen gemacht. Ich kann nicht mehr, verstehst du? Und ich will auch nicht mehr. Wie teuer wird denn das sein? Bei mir übernimmt es Ihre Versicherung. Wenn Sie eine Versicherung haben. Na klar, habe ich eine Versicherung. Na ja, ja, so klar ist es ja auch wieder nicht. Ihre Papiere haben Sie auch nicht dabei. Du seien's mal nicht so streng, nicht? Alles gut, alles heil? Ja, mir geht's gut, aber du hättest nicht kommen sollen, Johannes. Und wer sind Sie jetzt? Kleist, ich bin der Onkel. Ah ja, cool. Die Daten von der Versicherung hätte ich aber schon ganz gerne noch. Was halten Sie davon, wenn ich Ihnen 200 Euro sozusagen als Kaution gebe? Na ja, sagen wir mal, wenn Sie noch 100 drauflegen, dann vergessen wir die Sache. 100 drauf? Ja. 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 Danke. Gut, dann weiterhin gute Fahrt und immer schön die Papiere mitnehmen, ja? Ja, und Sie auch. Wir vermissen dich in der Reha, oder? Ob ich nur beim Mittagessen sitze oder nicht, das fällt keinem auf, mein Mädchen. Oh Gott. Obwohl, Mittagessen, wie spät ist es denn? 10:01. Heute vermissen sie dich. Garantiert. Sein Handy war da draußen. Wo kann der denn bloß sein? In der Physiotherapie und danach wollte er auf sein Zimmer gehen. Womöglich liegt er irgendwo im Park. Inge! Vielleicht ist er zusammengebrochen und weiß ich nicht zu helfen. Ich gehe jetzt los und suche ihn. Wir warten hier schon die ganze Zeit, verdammt nochmal. Vielleicht stirbt er irgendwo. Johannes! Himmels Willen, wo bist du denn gewesen? Ja, in Erfurt. Ja, aber du kannst nicht einfach aus der Reha verschwinden. Warum machst du denn andauernd solche Sachen? Es ist doch nichts passiert, mein Ingelein. Johannes, gestern hast du mir versprochen, dass du keine Dummheiten mehr machst. Hoch und heilig. Hm. Es ist meine Schuld, ich habe Johannes angerufen. Was war denn los? Ist das wegen deinem Auto? Ja, es ist beim Ausparken passiert. Ja, wieso hast du uns denn nicht angerufen? Weil es mir peinlich war. Mit dir muss ich noch ein ernstes Wort sprechen. Inge ist fast umgekommen vor Sorge. Und Sie hatten keinerlei Beschwerden? Nee. Schwindel? Nee. Atemnot? Nee. Schweißausbruch? Nee. Was ist Ihr Urteil? Sie haben wirklich einen Schutzengel, Herr Kleist. Blutdruck, Puls, soweit alles in Ordnung. Das heißt also, ich könnte mit meiner Familie sofort nach Hause fahren? Hartnäckig wie immer, ja. Aber Ihr Herz muss ich mir noch mal ganz genau ansehen. Herr Doktor, wie geht's Ihnen? 1A mit Zertifikat. Frag Dr. Maurer. Herr Kleist hat seine Eskapade gut überstanden. Trotzdem bitte ich, sowas nicht zu wiederholen. So soll es sein. Ich könnte gut was essen. Ich habe einen Bärenhunger. Kommt. Ich will lieber ein Eis. Ja, aber es gibt kein Eis. Wir sind ja alle, wir sind zu spät gekommen. Wisst ihr meine Torte?
bitte. Nein. Wenn du willst, können wir doch nachher in der Stadt ein Eis essen gehen. Hm? Okay? Ja? Mhm. Eis. Geht es ein bisschen schwierig heute. Was hat er denn? Bin gleich wieder da. Na? Und? Habt ihr das Buffet leer gefuttert? Was ist los mit dir, hm? Das ist doch nicht nur wegen Johannes. Du hast die ganze Nacht nicht geschlafen, bis morgens um 7 aus dem Haus. Ist es wegen Valerie? Schatz, sie macht dir ein großartiges Angebot. Sie will doch gar nicht, dass du fest im Krankenhaus arbeitest. Aber sie gibt dir die Möglichkeit, als Hausarzt Belegbetten zu nutzen und selbst zu operieren. Du hast immer gesagt, dass es dich stört, deine Patienten an der Kliniktür abzugeben. Ich verstehe nicht, wieso dir das alles plötzlich so wichtig ist. Weil ich weiß, dass es das Richtige für dich ist. Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Praxis. Christian, das ist doch nicht der einzige Grund. Weißt du, als ich früher im Krankenhaus gearbeitet habe, da hatte ich nie Zeit für die Kinder. Und Lisa hat mir das bis heute nicht verziehen. Aber du hast doch jetzt uns. Aber ich habe Angst, dass wir das alles nicht schaffen. Tschüss, mein Kind. Tschüss. Kommst du morgen zu meiner Aufführung? Ach, Schätzlein, ich darf ja nicht, aber ich werde ganz fest an dich denken, ja? Ganz fest. Johannes, pass auf dich auf, ja? Ja, mein Dingelein. Und nimm deine Pillen. Ja, Frau Doktor. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Und das Geld, das kriegst du zurück, ja? Ja, also, das vergesse ich schon nicht. Ich hab was gut bei dir. Einmal Rasen schneiden. Okay. Tut mir leid. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Johannes. Tschüss, ihr Ich nehme das Angebot an. Marlene hat mir ein bisschen was erzählt vorhin. Ich habe mir da Sorgen gemacht. Und du weißt ja, Sorgen sind Gift für mein Herz. Also sag ich ja zu dieser Valerie. Ja? Marlene hat den Posten als neue Internatsleiterin so gut wie in der Tasche. Und ich freue mich auch für sie. Aber? So ein Wechsel ist ja auch immer eine große Herausforderung. Und sehr zeitaufwendig. Ja, aber du hast dich immer hundertprozentig um die Familie gekümmert. Komm. Tschüss und fahr vorsichtig. Er fährt sehen, meine Mitfahrgelegenheit. Aber in einer halben Stunde fährt der nächste Bus. Wenn Sie mich also doch noch loswerden wollen, Herr Doktor. Sie können es wohl nicht lassen. Hallo. Ah, Frau Thaller. Hallo, Herr Doktor. Hallo. Schönes Plätzchen. Mhm. Ich bin hier immer, also, ich war hier immer mit Jasmin. Martina hat mir gesagt, dass sie das mit der Kleinen jetzt alleine machen will. Sie hat Angst, dass ihr bei mir wieder was passiert. Ich hätte zum Arzt gehen sollen, aber... ich kann es nicht. Frau Thaller, möchten Sie mir nicht sagen, wovor Sie Angst haben? Haben Sie eine schlechte Erfahrung gemacht? Wissen Sie, es gibt immer Patienten, die sich von ihrem Arzt im Stich gelassen fühlen. Was ist denn bei Ihnen passiert? Herbert. Mein Mann. Wir waren erst seit kurzem verheiratet. Martina war 11 Monate und ich war wieder schwanger im 5. Monat. Wir haben uns sehr gefreut. Plötzlich bekam ich so Krämpfe, musste ins Krankenhaus. Blinddarm, ein Routineeingriff hieß es. Als ich aus der Narkose aufwachte, war das Baby tot. Es habe Schwierigkeiten, Komplikationen gegeben. Und... niemand hat mit mir so richtig gesprochen.
Heute weiß ich ja, warum. Mein Mann war verunglückt mit dem Motorrad. Verkehrsunfall mit Todesfolge, hieß es. Ich konnte mich nicht mehr von ihm verabschieden. Ich habe nie wieder ein Krankenhaus betreten können und habe auch nie mit jemandem darüber sprechen können. Auch nicht mit Martina. Ich wusste gar nicht, wie, nie. Kein Wunder, dass sie nicht versteht, warum sie Angst vor Ärzten haben. Wir sind dann hierher gezogen und es ging uns gut miteinander. Und dann kam die kleine Jasmin. So ein Glück. Ich habe versucht, ihr viel abzunehmen. Aber jetzt... Ich weiß es nicht. Vielleicht haben Sie ihr schon viel zu viel abgenommen, Frau Thaler. Und auch viel zu viel verschwiegen. Warum fangen Sie nicht einfach ganz klein an? Geben Sie ihr die Chance, auch stark zu sein. Warum fragen Sie sie nicht einfach, ob sie Lust hat, heute Nachmittag mit in die Klinik zu kommen? Das wird sie nicht wollen. Mehr als Nein sagen kann sie doch nicht, oder? Hol ich sie heute Nachmittag an? Gut. Schokolade für dich, aber du musst dich beeilen, das läuft total. Entschuldigung. Ach, Erdbeer oder Amarena? Es tut mir wirklich leid. Heute ist nicht so mein Tag. Erst ramm ich ein Auto und jetzt auch noch das. Sie haben heute ein Auto gerammt? Ja, zumindest total zerkratzt beim Ausparken. Peinlich, ich weiß. Sagen Sie, kann es sein, dass wir uns irgendwoher kennen? Ich weiß, das ist ein komischer Satz, aber... Nein, das ist schon okay. Sie haben meinen Onkel operiert, Johannes Kleist. Ach ja, und Sie sind die Tochter von Dr. Christian Kleist, jetzt erinnere ich mich. Ach ja, und das ist meine kleine Schwester Clara. Hey, ich bin nicht klein, ich bin schon 10. Ja, 10, stimmt ja. Das ist ja schon der erste Geburtstag mit 2 Zahlen, mit einer 1 und einer 0. Da ist man ja praktisch schon erwachsen, oder? Genau. Soll ich Ihnen das mal abnehmen? Ja, ich nehme Platz frei. Clara, wir wissen überhaupt nicht, ob Dr. Sandmann sich hierher setzt. Michael, und ja, er setzt sich gerne dazu, wenn er darf. Ich komme gleich wieder, ja? Geben ja. Sie mir das auch. Danke. Der ist aber nett. Halt die Klappe. Jetzt schauen wir uns mal gründlich hier um und Sie sagen, was Sie sich darunter vielleicht noch vorstellen könnten. Ja, eins ist ganz klar, der Boden muss raus. Können Sie mir, sagen wir, Terrakotta fließen? Kann ich gut vorstellen. Naja, aber Terrakotta ist teuer und es ist kalt. Ein Holzfußboden würde den Raum viel wärmer machen. Also meistens ist ja unter so einem Bodenbelag ein Dielung, oder? Ah, Parkett. Na, ist doch wunderbar. Das wird abgezogen, wahrscheinlich an einigen Stellen ausgebessert. Und Sie haben einen wunderbaren, warmen Holzfußboden. Ah. Und Sie bleiben jetzt für immer in Eisenach an der Klinik? Ja, sofern mich meine gestrenge Chefin nicht rauswirft. Und Sie studieren in Erfurt, stimmt's? Ich meine, Ihr Onkel hätte mir sowas erzählt. Mhm. Ich studiere Kunstgeschichte und Romanistik. Erfurt? Gibt's denn die Mensa noch? Da haben früher immer die Partys stattgefunden. Ich weiß noch, die Wände waren bis oben hin mit Sprüchen vollgekritzelt. Da musste man mindestens 2 Meter groß sein, um noch ein freies Plätzchen zu finden. Man darf die Wände aber nicht bekritzeln. Clara? Das stimmt. Ja, die Mensa gibt's noch. Und es gibt auch noch diese Partys. Aber die Filmabende sind toll. Die Wände haben sie, glaube ich, im Sommer neu renoviert. Schade. Ich war vor ein paar Tagen mit ein paar Freunden in Il Gattopardo. Kennen Sie das? Das ist Visconti, oder? Mhm. Ja, das läuft gerade in der Retrospektive im Original. Geht ihr jetzt wohl zusammen ins Kino? Jetzt halt die Klappe. Ich meine, falls wir uns zufällig treffen sollten. Ja. Ich stelle mir ganz leichte weiße Vorhänge vor, die das Licht reinlassen. Und wenn Sie mögen, könnte man die mit einer Blaudruckbordüre verzieren. Und dieses Konzept müsste man auf den gesamten Raum ausweiten. So. Ja, das ist unaufdringlich, elegant und hat trotzdem traditionellen Charme. Wie ich sehe, hat es sich gelohnt, euch zusammenzubringen. Also, Sie sind mit im Boot? Ja, es ist schon eine tolle Aufgabe. Einverstanden. Okay, ich bin dabei. Okay.
Komm, Minchen, wir gehen jetzt hoch, ja? Ja. Martina, warte bitte. Also, ich war bei Dr. Kleist wegen meines Rückens. Er will heute um 16 Uhr ein CT machen in der Klinik. Und du weißt ja, ich hab's nicht so mit den Krankenhäusern. Ich würde mich natürlich freuen, wenn du mitkommen könntest. Warte mal. Minchen, geh doch mal zu Jennifers Mutter und frag, ob du ein paar Stunden bei ihr bleiben kannst, ja? Okay. Ja? Gehen wir? Ja. Ja? Tja, Sie hatten mit Ihrer Vermutung recht, Herr Kollege. Sehen Sie hier, an der Stelle ist die Aorta stark erweitert. Und hier, sehen Sie, dieser Abgang ist verengt, hier ebenfalls. Kein Wunder, dass die Patientin starke Schmerzen hat. Sie wissen, was das bedeutet. Ja. Wir müssen operieren, und zwar sofort. Genau. Sehen Sie, hier an dieser Stelle ist die Aorta verdickt. Durch die Verkalkung kann das Blut nicht wirklich durchfließen und die Wand des Blutgefäßes dehnt sich immer weiter aus. Das heißt, meine Rückenschmerzen kommen gar nicht von der Wirbelsäule? Nein. Das sind Anzeichen einer massiven Durchblutungsstörung im Bauchraum. Daher auch Ihre Schmerzen. Durch die Erweiterung der Hauptschlagader werden die anderen Adern, die von der Aorta abgehen, eingeengt. Dadurch kann das Blut nicht zirkulieren und verschiedene Organe bekommen zu wenig Sauerstoff. Aha. Und was kann man dagegen tun? Bei einem abdominalen Aortenaneurysma ist leider eine Operation die einzige Möglichkeit. Ich soll hier bleiben? Bei einer Erweiterung der Aorta besteht immer die Gefahr, dass das Gefäß platzt und Sie innerlich verbluten. Frau Thaler, ich kann es unmöglich verantworten, Sie wieder nach Hause zu schicken. Wie, Sie müssen heute noch operieren? Ja. Ich muss nach Hause. Wer kümmert sich denn um Jasmin? Nun, mach dir mal um Jasmin keine Sorgen. Ich bin ja auch noch da, Mama. Jetzt musst du erst mal wieder gesund werden. Ich kann das nicht, Martina. Ich kann das nicht. Ich kann hier nicht bleiben. Mama, jetzt geht es um dein Leben. Jasmin und ich, wir brauchen dich doch. Also, gut. Dann schnippeln Sie mich mal auf, Herr Doktor, wenn es denn sein muss. Der Operateur bin in dem Falle ich. Sie müssen keine Angst haben. Sobald Sie aus dem Krankenhaus raus sind, kümmert sich wieder Dr. Kleist um Sie. Aber Sie haben gesagt, Sie bleiben immer bei mir. Herr Doktor, Sie haben mir das versprochen. Frau Thaler, Dr. Lorenz ist ein hervorragender Arzt. Sie sind bei mir in besten Händen. Ich hätte hier gar nicht bleiben sollen. Mama! Aber bitte geh jetzt nicht. Dr. Kleist wird sein Bestes tun, damit du wieder gesund wirst. Ich will nach Hause. Frau Thaler. Sie sind genauso wie all die anderen. Wieso tut sie das? Sie weiß doch, dass es um ihr Leben geht. Warum vertraut sie mir nicht? Ich bin doch ihre Tochter, verdammt nochmal. Warum sagt sie mir nicht, was los ist? Gehen Sie bitte zu ihr und reden Sie mit ihr. Sie wird mich wieder wegschicken, wie immer. Hören Sie, wir müssen Ihre Mutter davon überzeugen, dass ihr Leben auf dem Spiel steht. Ja? Ja. Jetzt beeilen Sie sich. Ihr läuft die Zeit weg. Ja. Wovor hast du Angst? Du musst mir schon erzählen, was los ist, sonst kann ich dir nicht helfen. Ja, über die Umstrukturierung, genau. Mhm. Ja. Wo ist der Vertrag? Heißt das, du hast es dir überlegt? Wo ist der Vertrag? Ja, Moment. Und ich brauche einen OP, und zwar so schnell wie möglich. Komm, lass uns gehen. Du hast es bis hier geschafft, du schaffst auch noch den Rest. Ich hab solche Angst. Dr. Kleist, was machen Sie denn hier?
Ich habe Ihrer Mutter was versprochen. Und das werde ich auch einhalten. Ich werde Sie operieren, gemeinsam mit Dr. Lorenz. Tupfer. Fleming. Tupfer. Sie können dann zumachen. Gut ab, Dr. Kleist. Das war Rettung in letzter Minute. Das Aneurysma hätte jeden Moment platzen können. Danke Ihnen auch. Danke. Herr Doktor, wie geht es ihr? Gut. Sie hat die Operation gut überstanden. Ach. Entschuldigung, aber da bin ich so erleichtert. Ja, sie wird jetzt versuchen, ein wenig zu schlafen und Sie sollten das Gleiche tun. Ja. Gehen Sie nach Hause, legen Sie sich ins Bett und morgen dürfen Sie sie besuchen. Dankeschön, Doktor. Bitte. Danke. Also. Ach, und dass Sie mir nicht morgen in der Praxis zum Arbeiten auftauchen. Gut. Tschüss. Hey, du bist ja noch wach. Alles in Ordnung? Ja, ich habe unterschrieben. Du operierst wieder? Mhm. Und Frau Thaler hat es sowas von überstanden. Du, wir schaffen das schon, oder? Ich meine, die Doppelbelastung für dich im Internat und als Schulleiterin und meine zusätzliche Verantwortung im Krankenhaus. Ich kann es noch absagen. Erstens bin ich noch gar keine Internatsleiterin. Und zweitens haben wir das irgendwie immer hingekriegt. Das stimmt. Irgendwie schon. Machst du das Licht aus? Klar. Guten Morgen, Herr Kleist. Ah. Na, wie geht's? Ja, bestens. Sie haben nicht zufällig einen Entlassungsschein dabei? Sonst entlassen Sie sich wieder mal selbst, oder wie? Nein, das war eine einmalige Sache. Meine Nichte war in Schwierigkeiten, da musste ich was tun. Ich habe meiner Frau versprochen, dass sowas nie wieder vorkommt. Und ich will ja auch nicht, dass sie sich nochmal so aufregt. Ich weiß ja, wie gerne Sie wieder zu Hause sein möchten. Ja. Wie denken Sie über einen kleinen Urlaub zu Hause? Machen Sie Witze? Mit sowas scherze ich nicht. 3 Tage bei Ihrer Familie, dann will ich Sie wieder in meinem Sprechzimmer sehen. Und Gnade Ihnen Gott. Wenn Sie bis dahin irgendwelche Dummheiten gemacht haben. Ich darf nach Hause. Auf Probe. Und wenn Sie weiter solche Fortschritte machen, reden wir über das Wiederkommen. Hm? Ja. Nicht so hastig. Bevor Sie Ihren Koffer packen, kriegen Sie von mir noch eine Medikamentenliste und ein paar genaue Anweisungen. Menschenskind. Wenn ich mich beeile, dann schaffe ich es noch zu Claras großem Auftritt. Hey, na? Schatz, Sie haben ja gesagt. Sie haben sich für mich entschieden. Mensch, das ist doch toll. Ich freue mich für dich. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf uns. Weißt du, wie schön es ist, mein Leben mit dir zu teilen? Gott sei Dank, ich habe schon gedacht, ich schaff's nicht mehr rechtzeitig. Hallo. Marlene hat den Job. Den Job? Den Job, das ist ja wunderbar. Gratuliere. Danke. Ich kann es selber kaum fassen. Guck mal, da steht sie, Clara Kleist. Johannes. Also. Johannes? Sag mal, bist du von allen guten Geistern verlassen? Leute, ich bin nicht ausgebüxt, ich habe Urlaub sozusagen. Ah, sehr witzig. Und wie hast du es hinbekommen? Maura meint, dass die Familie jetzt die beste Medizin für mich ist. Und
Geht's dir wirklich gut? Na, es geht mir nie besser. Es sei denn, du willst mich nicht mehr. Bei den anderen hast du? Ja, klar. Bei denen schicke ich weg. Ja.